Hallo, ich bin Gunilla und ich habe für euch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald besucht. In Kooperation mit den nationalen Naturlandschaften bringe ich euch Deutschlands Naturschätzen näher. Möchtest du mehr darüber erfahren, dann besuch mich auf meinem YouTube-Kanal Gunilla Reist. Ich treffe für euch Partnerbetriebe des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, die Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit so leben, dass man sich dort sehr wohl fühlt. Wir versuchen über diese Partnerinitiative die Zusammenarbeit von Tourismus mit den Großschutzgebieten eben auch voranzubringen, dass die Gäste, die im Hunsrück ohnehin schon sind oder auch in einer der angrenzenden Regionen, dass die eben auch letztlich einfach erstmal erfahren, dass es den Nationalpark gibt. Wir haben bei uns in der alten Poststelle Fahrräder im Verleih. Wir haben also die alte Post zur Radstation umgebaut. Und wir haben doch sowohl Mountainbikes als auch E-Bikes, mit denen man hier im Hochwald Hunsrück wunderschöne Touren machen kann. Post natürlich, übrigens entstanden aus einer Initiative mit dem Nationalpark, also im Rahmen der Servicequalität, der jährlichen Aufgaben fürs neue Jahr, was man alles weiterentwickeln kann. Das kennzeichnen wir überall im Haus vom Frühstücksbuffet angefangen, über den ganzen Tag verteilt, wo wir auf Verpackungen oder Wege verzichten und Energie und Ressourcen einsparen können. Zu meinen Gerichten ist es halt so, ich nehme das, was die Region halt hergibt und im Kopf entstehen die Gerichte. Ich sage immer, bei uns ist die Natur das fünfte Stuhlbein. Der Nationalpark grenzt im Prinzip an die Weinregion Mosel. Hauptrebsorte ist halt Riesling an der Mosel, aber es gibt mittlerweile auch viele tolle Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc, auch Spätburgunder. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Mein Slogan ist ein bisschen aus der Natur, in der Natur, verarbeite regionale Bioprodukte. Das war halt so meine Idee, die schönste Kulisse, die wir hier haben, den Nationalpark eben zu nutzen, da dann so Schätze der Natur auch zu genießen. Auf den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, auf die tollen Menschen da, auf die Natur hier und auf die Partnerinitiative, die ihr hier alle so toll lebt. Und dann habe ich noch was. Sowas gibt es auch nur hier in der Region. Krumbierwurst. Also Kartoffeln wird hier überall abverarbeitet. Ist natürlich was ganz Besonderes. Sowas kriegt man auch hier nur im Hunsrück. Zum einen müssen wir natürlich die engere Zielsetzung, die Wildnisentwicklung des Nationalparks im Auge behalten. Wir sind da aber auch schon sehr weit. Wir sind ja ein sogenannter Entwicklungsnationalpark. Das heißt, nach 30 Jahren müssen mindestens 3/4 ohne menschliche Beeinflussung laufen, ohne menschliche Bewirtschaftung. Okay. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen in den touristischen Angeboten, dass wir entlang der Servicekette unsere Tore weiterentwickeln, dass das ÖPNV-Angebot noch besser wird. Wir wollen weitere Partnerbetriebe werben, die App weiterentwickeln, aber das sind alles Bausteine, die sehr gut ineinander passen und wo das Grundgerüst gelegt ist und wo wir jetzt Zug um Zug weitermachen können. Wir beim Nationalpark haben natürlich das Motto Natur, Natur sein lassen. Ja. Deswegen legen wir auch großen Wert auf Besucherlenkung und wir freuen uns, dass außerhalb des Nationalparks diese Attraktionen entstehen können. Wer hat schon einen Nationalpark vor der Haustür, um genau mitzuerleben, was da schon passiert? Das ist ja was Besonderes. Das ist einer meiner Lieblinge, der Schwarzspecht. Hier baut er gerade seine Hüllen, wirft die Späne raus. Annika ist natürlich das Gold vom Nationalpark hier in ihrer schönen Farbe. Wir haben viele Themen, ne, ob das Flora, Fauna ist, ob das Geschichte ist, ob das jetzt Teambuilding ist, ne, was über Waldbaden zum Beispiel gut geht. Oder wir machen spezielle Kräutertouren oder Vollmondtouren, Fackeltouren oder Sonnenaufgangstouren. Ja. Ne, das ist alles möglich. Ja. Ne.
wenn man hier in der Region ist und vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema Nationalpark am Hut hatte, nachher doch dieses Thema Nationalpark irgendwie präsenter und möglicherweise auch ein etwas besseres Feeling für Qualität, für Regionalität und für Nachhaltigkeit, auch im Alltag. Und das ist uns eben wichtig, dass wir nicht nur die Leute nachher einladen zu uns und denen sagen, wie wichtig eben Naturschutz, Klimaschutz, Artenschutz ist, sondern dass sie eben auch im Alltag darüber nachdenken.